Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, Chris und Stationeers auf dem Monden. Ja, Chrissy hat mal ein bisschen was vorbereitet für diese Folge. Wir haben ja ein bisschen Zeug gesammelt. Ich habe schon mal zwei Lampen gebaut und ein paar Kabel. Wir werden jetzt mal hier eine Lampe hinbauen in unser System. Ich überlege gerade, wo wir die Lampe hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen sie hier hin. Ja. Hier ist okay. Von da würden wir Strom kriegen. Das ist okay. Und ich sag mal, die andere Lampe bauen wir dann nach hier. Oder die können wir auch so hin tun. Das ist auch okay. So, dann haben wir erstmal auf jeden Fall Lampen. Ich will nämlich hier nicht mehr im Dunkeln sitzen. Und ich hoffe auch, dass unsere Lampen dafür sorgen, dass wir unsere Basis besser wiederfinden. Natürlich gibt es da jetzt auch mehrere Lösungen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen den vorhandenen Tracker, packen in diesen vorhandenen Tracker eine Batterie rein, nämlich eine Wireless-Batterie, und dann würde der die ganze Zeit laufen. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, die wir machen könnten. So, na, das ist ja schon, Alter, das ist ja schon die Tag und Nacht hier. Da brauchen wir bloß eine Lampe, Leute. Da brauchen wir bloß eine. Die zweite brauchen wir ja nicht. Ist hell genug. Ich hoffe bloß, dass unsere Pflänzchen da nicht, nicht rumspinnen. Da habe ich jetzt übrigens jetzt mal 4 Toffeln gemacht aus den 2, die wir schon hatten. Habe ich jetzt mal 4 Toffeln gemacht. Habe noch keine gegessen. So, der ist jetzt auch endlich fertig, der Nervbolzen hier. Das Ding ist so anstrengend laut. Das geht gar nicht klar, ey. So, Hammer. Wo ist denn eigentlich unser Labeler? Genau, den können wir nämlich hier auch gleich noch mit reinpacken. Der gehört ja zu den Werkzeugen und die Diskette theoretisch auch, aber die brauchen wir ja gar nicht so oft. Ja, wir müssen dann mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwann nochmal einen Schredder bauen. Dass wir die Sachen mal wieder zerschreddern können, die hier so rumliegen. Aber eine Lampe reicht. Ja, die zweite, die lassen wir da hängen, denn stört sie uns nicht. Ich hätte gedacht, ich bräuchte... Was hast du jetzt davon, mein Freund? Hier, geh spielen. So, also ich habe jetzt natürlich gedacht, okay, das wäre vielleicht alles ganz nice. Und hast du nicht gesehen, wenn wir hätten und hätten wir nicht. Und doch vielleicht. Arcwelder haben wir schon. Batterie habe ich jetzt endlich eingebaut in den Arcwelder. Label hat noch genug Power. Das Dings hat auch noch eine kleine Batterie. Reicht eigentlich noch aus. Im Moment, ja, da müssen wir jetzt nicht so viel machen. Wir müssten jetzt schmelzen. So, schmelzen können wir aber nicht, weil Chrissy hat natürlich wieder gewartet, bis hell ist, ja. Und wenn hell ist, ist es doof mit Schweißen, aber mit Dingsen hier. Mit, ja, wir brauchen ja Kupfer, wir brauchen vor allen Dingen aber Stahl. Kupfer habe ich jetzt gesehen, habe ich hier noch einiges drin. Wir brauchen Gold, aber Gold habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Wie gesagt, 21 Gramm haben wir noch drin. Müssen wir mal schauen, ja. Also ich würde natürlich schon gerne jetzt auch anfangen, den Ofen zu bauen. Da ist die Frage, machen wir das mit einem Crusher? Ja, das wird schon ein bisschen dauern dann, glaube ich. Die Frage ist eben, ob man nicht den Crusher irgendwie so einstellt, dass das nicht heizt. Man kann ihn ja einstellen, das ist ja kein Problem. Die Frage ist, mit welcher Temperatur kommt das Zeug da raus? Also auf was müssten wir den einstellen, damit der nicht heizt? Ja. Ne? Also der versucht das ja jetzt auf 14 Grad oder 15 Grad ist, glaube ich, eingestellt. Das ist die... warte, das ist das Setting, genau. Und da ist halt die Frage, auf was müssen wir das Setting einstellen, dass der nicht heizt, dass der das einfach zu Eis, zu Gas macht. Ja. Da ist halt auch das Thema mit Temperatur und eisförmig und so und flüssig. Da müssen wir halt schon aufpassen. Also sind 20 Grad ja eigentlich okay, aber der braucht halt 3 Stunden, bis der 50 Einheiten verknuckelt hat. Ne? Deswegen, das ist irgendwie, weiß ich auch noch nicht, wie das jetzt hier werden wird. So, Sonne ist weg. Das heißt, wir können rausgehen. Oh, wisst ihr, was wir machen können? Wir nehmen mal die Schalampe mit. Und die bauen wir hier draußen dran. Ha! Genau, das machen wir. So, wir drücken I, wir drücken da drauf. Wir machen hier alles wieder an. Und dann würde ich sagen, bauen wir die Schalampe nämlich mal hier draußen hin. Dann haben wir hier nämlich auch mal Licht, ey, verdammt. Nichts ist schlimmer, als kein Licht zu haben. Ja, die natürlich, da können wir sie nicht hinbauen. Warum eigentlich nicht? Da können wir sie hinbauen.
Ist natürlich jetzt total geil, weil dann sieht das richtig russisch aus, was wir hier machen. Aber ist egal, wir machen das so. Wir machen das so, es ist völlig egal, wie das aussieht. Hauptsache es funktioniert. Ich bin Pragmat, ihr wisst das. Wo wäre jetzt die kürzeste Richtung für Kabellei? Also ich würde sagen, hier, wa? Ja. Da kommen wir natürlich jetzt hier nicht durch, weil hier ist ja Hoshi, ne? Ach Mensch, ey. Müssen wir jetzt hier noch außen rum gehen, ey. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber gut, was soll's. Man hätte jetzt auch hier hochgehen können und dann darüber. Ja, dann hätten wir die Lampe umgedreht. Aber nö, mach's jetzt so. So. Yes. Jetzt können wir ja auch mal im Dunkeln draußen rumrennen. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, dass unsere Pflänzchen hier nicht von dem Licht hier betüdelt werden. Das werden wir dann sehen. Also das Licht können wir laufen lassen, wir haben hier noch Energie. Das ist nicht das Thema. So, jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal die Lage hier. 35, das ist okay. Können wir noch ein bisschen kühlen lassen. Der macht noch, oh 3% plus noch, alter Vater. Die Filter, ey. Ist denn hier überhaupt noch was drin? 208 Mol sind noch drin, alles klar. Oh, hier wird schon irgendwas flüssig. Oh ja. Stick, Eumel hier, Nitrous Oxide ist flüssig. Wir haben schon Stress auf der Leitung, alles klar, ich habe es verstanden. Okay, dann nehmen wir den jetzt mal raus hier und bauen den mal nach hier, damit das hier nicht noch kälter wird, weil das wir haben Stress. Wir haben Stress! Gucken wir mal. Steigt der Stress oder? Ne, 1,4%. Das ist alles okay. Naja gut, wir haben hier natürlich auch naja, wir haben 47 Megapascal drin. Warum? Wir haben noch kaum irgendwelche Kilomols drin. Verstehe ich nicht. 4,7 Megapascal ist verrückt. Das ist verrückt. Naja, 4,7 ist okay. Kann ich mitleben. Wie sieht es hier aus? Ist kein Stress, weil scheinbar produzieren wir noch genug Wärme. Ist total geil, dass man in Station jetzt sagen muss, ich muss Wärme produzieren, damit das System hier funktioniert mit dieser blöden Klimaanlage. Puh, verrückt. So, okay, es geht los. Wir wollten ja schmelzen. Okay, na, ich habe doch jetzt hier die neue Dings. Dann können wir das so machen. So, okay, was nehmen wir? Wir machen... Oh, das können wir ja gar nicht hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir 10. 10 ist auch gut. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das muss reichen. Ist der hinten aus? Ja. Okay, dann bitte mal hier den Scheiß da rein. Temperatur sieht gut aus, Druck sieht auch gut aus. Ja, Stahl ist einfach. Dann haben wir jetzt schön Licht hier. Wir hören zwar nichts, weil keine Atmosphäre, aber ja, ist gut. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Kupfer fertig. So, dann haben wir jetzt noch einmal Gold durch. Das ist ja nicht viel, aber 4 sind besser als 0. So, dann schieben wir mal noch ein bisschen Eisen mit durch. Weil Eisen hatten wir jetzt auch nicht mehr so viel, aber wenn es hell wird, dann kann ich ja nochmal losgehen. Dann zwischen den Folgen, wie gesagt, versuche ich jetzt immer mal Erze vorzuhalten, dass wir weiterkommen hier. Nicht so einfach für mich, weil ja, Mond ist nicht so voll mit Erzen, aber es gibt doch so ein paar Pockets, wo man ordentlich regeln kann, und jetzt mit dem neuen Miner ist ja auch schnell gemacht. Ich will aber auch zeitnah den großen Anzug haben, weil das geht mir voll auf den Sack, dass ich so langsam fliege, ne? So, wollen wir den wieder abkühlen lassen? Ja, wir lassen den mal wieder ein bisschen abkühlen, aber wir werden erstmal ein bisschen heißes Gas hier reinschieben, damit hier das
Liquid Nitrous Oxide sich wieder verzuppelt hier. 1000 Grad haben wir hier gerade. Guck mal, was das an Energie frisst, ja? Das Liquid Nitrous Oxide. Ja, jetzt fängt es an zu verdampfen. Aber Nitrous Oxide ist geil, da können wir auch unseren Ofen mit betreiben. Das fetzt. Nee, aber Nitrous Oxide brauchen wir ja später noch wenn wir die Zentrifuge benutzen wollen. Aber da weiß ich noch nicht. Da bräuchten wir, könnten wir den Nitrolyzer nehmen, aber dann müssen wir den ganzen Stickstoff auffangen, den wir gerade wasten. Ne? Halt die Frage, ob man das so machen will. 29,4. Das wird natürlich jetzt hier heißer drin, weil ich ja jetzt hier diese heißen Gase rüberpumpe, aber ich muss das Nitrous auf jeden Fall rausholen. Guck mal, wie das den Tank abkühlt, ey. Es ist verrückt. Also Nitrous steckt auf jeden Fall viel Energie drin. Ist verrückt. Verrückt. 7 Kilomol Pollutants hätten wir da drin. Was machen wir damit eigentlich? Da können wir doch auch irgendeinen Scheiß mitmachen. Mit Pollutants könnten wir eine Klimaanlage bauen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber könnten wir, wenn wir wollten. Ja, also ich habe mich immer in meinen Let's Plays, habe ich mich immer ein bisschen verhaspelt, wenn es dann so um diese Basis ging. Ich habe immer viel zu groß gedacht und habe immer gedacht, ich baue Riesengebäude und alles und das ist alles Blödsinn. So ist das viel cooler. Ja, das könnte auch viel einfacher nachbauen, so. Easy peasy, würde ich sagen. So, wie sieht's denn aus mit meinen Toffeln? Jo, die wachsen. Die wachsen vor sich hin. Klima, Apparello wächst, tüdelt auch rum. Guck mal, 104%, aber 98% Operational Temperature Efficiency bloß. Naja, klar. Verständlich. Pressure Efficiency ist leider auch nicht so besonders hoch. Könnte man noch ein bisschen was rausholen, aber so läuft es doch. Ich fasse das gar nicht an, wenn das so läuft. Ist alles gut. Freue ich mich doch. Klar, das wird jetzt hier schon ordentlich kalt. Wir müssen das beobachten. Wie gesagt, wenn wir keine Hitze generieren, aber tagsüber scheinen wir ja genug Hitze zu generieren, mit der Sonne, dass das dann hier funktioniert, ne? Weil es sind ja jetzt nur schon minus 60 gleich und es kommt gleich ein Tick. Es kommt gleich der Tick und dann fupp, ist die Temperatur wieder runter. Minus 60. Oh, jetzt kommt gerade kein Tick. Das ist schlecht. Er hat gerade drüber. Jetzt, da war der Tick. Da haben wir es, ne? Minus 46 ist alles gut. Also kommen wir erstmal mit Leben. So, hier ist 28,2. Ne, da wollen wir noch ein bisschen runter. Ich will noch ein bisschen runter. Wird der jetzt sowieso steigen? Oh, der ist schon wieder leer hier. Alter, ey, was? Das kann doch gar nicht sein. Ist ja schon wieder leer, das Ding. Wir müssen andere Filter bauen, die ein bisschen länger halten. Aber eigentlich brauchen wir ja nicht mehr so viel CO2. Wir haben jetzt 4000 Mol. Das wird ja erstmal eine Weile reichen. Für unsere 5 Pflänzchen da. Ich hoffe es. So, okay. Gut. Wir überlegen uns jetzt, wir wollten ja erweitern. Das heißt, hier wollten wir unsere Werkstatt hinbauen. Mit unserem Ofen und alles. Das bedeutet, wir brauchen Frames. Ohne Ende Frames. Und wir brauchen. Nee, wir brauchen. Naja, die Frage ist, wollen wir das? Ja, wir brauchen Schredder hier. Wir haben ja so viel Scheiß rumliegen, ey. Ja, ist die Frage, wollen wir das so machen? Also, ja, wo ist mein Stahl? Baby, wo ist der Stahl? Hier ist der Stahl drin. Ach du Scheiße, das wird ja jetzt hier lustig dann. Jetzt kann ich ja 3 Wochen warten, bis der Stahl da rauskommt. Oh, da war er schon. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Und schon wieder hat er sein Tablet in der Hand. Ja, das habt ihr mir mal angekreidet. Da meinte er, oh Chrissy, Alter, du hast immer dein scheiß Tablet in der Hand. Wieso? Na, weil man mit dem Tablet 90% seiner Station-Zeit irgendwas überprüfen muss. Deswegen. Warum habe ich es jetzt wieder reingepackt? Ich muss ja sowieso gleich wieder rausholen. Na, ist egal. So. Wir brauchen Steel Frames. Ich weiß nicht, wie viel braucht man? 3, 6, 9, 12. 12. 12 sind okay. Warum mache ich mein Licht an? Ich brauche das nicht. Hab hier Licht. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Jetzt ja. Klick, klick, klatsch, klatsch. Licht an. Klatsch, klatsch. Licht aus. Kennt ihr die Werbung noch? Aus Amerika gab es ein komisches Ding.
Klatsch an, Klatsch aus. Das war schon ein bisschen geil. So, 12 Frames haben wir. Dann brauchen wir noch, Sheets. Sheets. Haben wir nicht. Okay, dann machen wir welche. Und zwar Steel Sheets. Da brauchen wir dann mindestens 12. Ist das ja mal ein Sheet, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Hab schon wieder mein Licht an. Macht das Licht aus! Ja. Naja, gut, das sieht ja bis jetzt erstmal ganz gut aus. Dann können wir uns ja dann jetzt langsam auf den Ofen konzentrieren. Wir können auf jeden Fall IC10s bauen und Gehäuse. Und den Ofen können wir auch bauen. Das müsste gehen. Wir müssen natürlich da jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Ofen braucht natürlich wieder eine Atmosphäre drumherum. Das kriegen wir aber hin. Was wir jetzt aber dann auf jeden Fall auch erstmal bauen müssen, ist dann die Infrastruktur für den Ofen. Also wir brauchen ja dann wir brauchen Tanks, wir brauchen Filter, wir brauchen was weiß ich nicht noch alles, was wir brauchen. 1000 Sachen. Oh, wieso habe ich denn jetzt das Erz nicht weggepackt? 26,3, haben wir noch ein bisschen Zeit, Dann gucken wir nochmal rein. Jo, das sieht gut aus. So, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen ja ein bisschen Platz, ne? Wollte ich jetzt 3x4? Na, dann holen wir noch welche, wa? Würde ich sagen. Dann holen wir noch welche. Weil wir müssen ja hier die Sauerstoffabsaugung auch noch bauen. Das kriegen wir aber auch hin. Das ist nicht das Thema. Ein Hoch auf den Mond, der zwar keine Atmosphäre hat, aber auch keine Temperatur. Das heißt, unsere Batterien gehen nicht schnell alle. Okay, also würde ich sagen, machen wir mal noch 4, wa? 4 machen wir mal noch und dann müssen wir den Ofen hier ein bisschen kompakter bauen. Das wird schon irgendwie gehen. Das kriegen wir schon hin. Und Fußböden möchte ich gerne haben, dass ich hier laufen kann. Ich hasse es immer überall drüber zu stolpern. Ihr wisst das. Dazu brauchen wir aber auch Stahl. 25,6, wir haben noch Zeit. Ach, ist ein Ding. Filter low. Ja, wir brauchen eine Häcksler, verdammte Axt, wo wir den ganzen Dreck reinkippen können. Machen wir gleich. Ja, wir wollten noch Dings bauen. Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich der Welt erklären. Also brauchen wir nochmal mindestens 4. Ja, machen wir nochmal 7. Wir erweitern noch um 1 hinten. 4, dann machen wir 8. Machen wir nochmal 8. 8. 8 machen wir nochmal. Machen wir lieber noch 2 rein dran. Ich kenne mich ja. Das wird sowieso nicht reichen. Wie viel Stiel haben wir noch? Ah, haben wir noch genug. Das reicht. Oh, mein Bauch hat gerade gegrummelt, ey. Vor allen Dingen ist auch immer lustig, wenn man sich so mit Leuten unterhält über Stationeers, ja, die das auch schon eine Weile spielen. Dann ist immer die Frage, oh scheiße, jetzt habe ich hier, 600 Eisen. Ich baue mir jetzt alles mit Eisenframes. Das ist viel besser. Ja, weil da muss ich ja keinen Stahl schmelzen und dann ist das schön. Ja, aber Stahlframes sind effektiver von Material als Eisenframes. Also man hat zwar mehr Arbeit, indem man noch Kohle besorgen muss und es noch schmelzen muss, aber es ist effektiver. Ja, weil hier 2 Gramm Stahl. Das könnt ihr mal gucken, wie viel 2 Gramm Stahl an Eisen brauchen und wie viel Eisen man für eine Eisenframe braucht. Oh, ich habe eins zu wenig. Ich habe wieder gequatscht und nicht richtig in die guckt. Sehr schön. Nein, nicht diesen Knopf drücken, sondern diesen. Mann, ey. Chrissy. So. Ja, ich weiß, ich habe mein Helm jetzt nicht aufgemacht. Brauchen wir nicht.
Weil warum sind denn da drin jetzt 46 kpa gewesen gerade? Das habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil es schon wieder so warm geworden ist da drin. So, okay, also machen wir hier nochmal eine Reihe dran. 1, 2, 3, 4 und dann machen wir noch eine dran. 1, 2, ja, können wir nicht, weil der Hoshi da steht. Okay, gut, denn, achso, das brauchen wir ja gar nicht, wir können es ja so machen. Och, jetzt nimm nochmal das Ding hier weg. So, jetzt geht's. Oh, ey. Wie ich das hasse, ja. Ich hasse es einfach nur, dieses Rumgehüpfe hier. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Auf Gleis 3, der Zug der Leidenschaft ist abgefahren. So, wir brauchen ja eigentlich drei Tanks. Wir brauchen einen Sauerstofftank, einen Wasserstofftank und wir brauchen einen Heißgastank. Also jetzt erstmal. Und dann, hier brauchen wir ja, denn hier können wir ja Sauerstoff entnehmen. Von den Pflanzen. Ja, wenn die denn welchen produzieren. Aber das sollten sie tun. Da können wir ja eine fette Farm aufbauen. Habe ich ja nicht so vorgesehen. Wir machen 3x3, das reicht. Wir brauchen ja bloß ein paar Pflanzen, erinnert ihr euch? Ja, aber Sauerstoff, ganz ehrlich, wir können Sauerstoff natürlich hier aus Eis besorgen, aber es macht natürlich Sinn, das die Pflanzen machen zu lassen, weil dann über Time, Overtime haben wir dann Ruhe, ne? So, ist dann schon viel schöner. So, okay, dann bin ich kurz am Überlegen. Ich würde sagen, dass wir hier die Tanks hinbauen. Oder bauen wir sie hier hin? Wir brauchen ja nachher noch einen Wastegas-Tank und wir brauchen noch einen Kühltank. Oh, das wird ja noch lustig. Ha, wie mache ich denn das? Naja. Obwohl, ich könnte ja einen Tank kühlen mit dem, was hier passiert. Ne? Das müsste ja eigentlich gehen. Oh, guck mal, 6 Grad. Das hat gut funktioniert über die Nacht, wa? Uiuiui. Wie viel Grad haben wir denn da drin? 20,8. 9, okay. Okay. 21 Grad. Ei, was denn du? Ei, verbübsch. Nö, das geht. Das haut hin. Zufällig rausgefunden. 22,9. Ja, ich denke, das ist okay. Aber ich mache noch ein bisschen. Ein bisschen muss ich noch machen. 498 Mol haben wir hier noch drin. 92,75%. Gut, okay. Also machen wir jetzt erstmal die Gasaufbereitung. Das bedeutet, ich würde sagen, hier hinten machen wir, hier machen wir den Sauerstofftank hin. Dann kann hier der Sauerstofffilter davor stehen, kann hier den Sauerstoff reinfiltern. Hier machen wir den H2-Filter rein. Dann machen wir hier die beiden Crusher hin. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Dann können wir hier nachher den Ofen hinstellen oder hier hinten die Tanks hinstellen und hier stellen wir den Ofen hin. Hier, irgendwo hier hin. So, hier. Ah, ne, hier nicht. Hier ist blöd, weil da sind wir direkt am Gewächshaus. Das ist eigentlich auch blöd. Aber guck mal hier, unsere Toffeln. Da wachsen sie. Ich bin wie Mark Watney. Wie immer in meinen Games. Ich esse den ganzen Tag nur Kartoffeln. Wie so ein Bauer. Ich esse Kartoffeln. Da weiß ich, was ich habe. So, gut, okay. Dann geht's los. Wir brauchen erstmal mindestens 3 Tanks. 3 Tanks, 2 Eiskrascher. Oder machen wir das mit einem? Ist die Frage. Theoretisch müssen wir filtern, weil wir haben ja hier. Also das könnte ja jetzt theoretisch schon unser Eiskrascher für Sauerstoff werden. Ja, weil wenn der draußen steht und wir da draußen Eis kraschen oder Sauerstoff erzeugen, das muss ja nicht hier drin passieren. Das habe ich ja nur hingebaut, weil ich da gerade Bock drauf hatte, aber das muss ja nicht sein. Wir können das ja auch draußen machen. Ja, das N2 wasten wir wie immer, also theoretisch kann das hier schon unser Sauerstofffilter werden. Das ist okay. So, bei Volatiles brauchen wir keinen Filter, da brauchen wir nur einen Crusher, weil im Volatiles-Gas ist nichts weiter drin außer Volatiles. Ne? Volatiles.
Volatiles Eis. Gucken wir mal hier. Pur haben wir nicht. Hier Volatiles. Da ist nur Volatiles drin. Ihr seht es. Ne? Also hier ist nur H2 drin. Wasserstoff. Hydrocarbon. Ja, das heißt, wir brauchen nur einen Kruscher und eine Pumpe. Möglicherweise, aber eigentlich brauchen wir keine. Der kann direkt am Tank hängen. Weil wenn du den anschaltest, dann schmeißt er sein Gas ja auch in den Tank rein. Der equalisiert sich dann mit dem. Das heißt, eine Pumpe brauchen wir nicht. Flüssig wird es nicht. Also brauchen wir noch einen Lieutenant-Crusher. Wo stellen wir den her? Weiß das noch jemand? Ich habe es schon wieder vergessen. Ne, da nicht. Pass auf, es ist irgendein Gasgerät, also ja, da ist er. So. Gold, Kupfer, Eisen. Gold, Kupfer, Eisen. Ne? Das ist, ja, Eisen haben wir nicht mehr viel, aber das können wir ja nachfüllen. So, pass mal auf. Gold, Kupfer, Eisen. Reicht für einen Crusher. Okay. Dann brauchen wir aber noch Eisenplatten, glaube ich. Zwei Stück, ne? Ja, eine. Aber da war ja... Da war ja einen schon haben. Müssen wir dann hier... Hier ist noch Eisen drin, ja? Ist hier noch Eisen drin? Ja, 61 Gramm. So, dann gucken wir aber erstmal nach den Tanks. Wir brauchen... Einen Tank haben wir hier oben noch irgendwo. Genau, den habe ich ja mal aus Versehen gebaut. Da habe ich ja gesagt, den brauchen wir noch. Okay, dann machen wir jetzt noch zwei Tanks, würde ich sagen. Stahl. Na. Ups, hier ist der Stahl nicht drin. Aber das ist gut, dann können wir das Eisen, das Gold und das Kupfer hier noch reinschmeißen. So, das heißt, wir haben jetzt einen Tank. Einen Tank, ja. Wir brauchen also jetzt noch zwei. Also noch zwei Tanks, genau. Dann haben wir erstmal die Heißgasgeschichte. Dann brauchen wir noch drei Tanks mehr, ja. Aber wir haben kein Silizium mehr, das ist das Problem. Müssen wir jetzt in der nächsten Tagesfahrt mal Silizium besorgen. So, dann haben wir drei Tanks. Wir brauchen natürlich noch ein bunch of Pipes, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Rohre, das ist klar. Das machen wir aber später. Ja, wir müssen jetzt hier nochmal das Eisen rausschmeißen, glaube ich. Ich hoffe, das kommt zuerst raus. Nein. Ist es nicht, wie immer. So, und bauen jetzt hier erstmal noch schnell ein Sheet, ein Iron Sheet. Oder beziehungsweise, ja, wir brauchen ja nur eins. Mhm. Alter, das ist schnell. So, das ist unser Iron Sheet. Stahl können wir hier auch hinschmeißen, weil brauchen wir hier auch. Eiskrascher, Tanks brauchen wir. Ja, wir bauen erstmal auf, würde ich sagen. Und dann überlegen wir, was wir noch weiter brauchen. Würde ich mal sagen, oder? Ja. Jetzt haben wir natürlich wieder unseren Helm nicht aufgemacht. Haben wir wieder umsonst Sauerstoff verbrannt. Und der ist ja auch gleich schon wieder leer, unser Sauerstofftank. Aber ist egal. Doch, haben wir auch schon wieder. Ey, Mann, ey. 19. Oh, jetzt müssen wir hier... so. Drücken mal E und drücken mal T. Legen die mal dahin. Und dann pumpen wir das mal darüber, würde ich sagen. Ne? Das hat ja jetzt 19 Grad, das ist okay.
19,3. Ja, es wird noch mehr, weil noch was dazu kommt, aber das können wir erstmal wegpumpen. Dann haben wir hier wieder, oh ja, einiges an Mol drin. Das wird jetzt auch hier ein bisschen kühler, das ist gut. Aber wahrscheinlich ist das nicht gut, das so zu kühlen, weil mit dem wärmeren CO2 hat unsere Klimaanlage nämlich zu tun, damit die kühlt. Weil sonst, ihr seht es, sonst fängt die irgendwann an einzufrieren. Aber das scheint dann im Tagesverlauf, wenn die Sonne wieder da ist, scheint das gut zu klappen. Also, hab jetzt da nicht irgendwas Negatives gesehen. Okay, dann machen wir den erstmal aus währenddessen. So, was wollten wir noch? Achso, wir wollten Tanks aufstellen. Genau. Flenskin, wie sieht es bei euch aus? Ihr seht nicht tot aus. Das ist gut. Ich lasse die jetzt mal bis zur Frucht weiter wachsen. Also dann werden die ja wohl Samen machen, schätze ich mal. So, also Tankies. Hier wollten wir hinmachen. Ja, genau. Dreh dich einfach mal so rum. Das ist auch gut. Nein, falsch rumgedreht. So, das ist der Sauerstofftank. Ja, dann kann daneben der Dings hin. So, das hier ist der Wasserstofftank. Richtig. Und das hier wäre dann der Heißgastank. Aber das ist Blödsinn, weil der Heißgastank... Ja, Ruhe jetzt. Der Heißgastank, den stellen wir hier hin, weil... Weil deswegen. So, jetzt gucken wir mal hier. Was ist das hier? Solid Generator, ne, brauchen wir nicht mehr. Hier, gib mir mal das Ding hier. Mal hier hinstellen. Nö, das ist auch nicht. Hier, die wollte ich haben. Die wollte ich haben hier, die Scheiße hier. Mit dem Bullen. Mit dem Bullen. Blau und grün machen wir später. Ach, Mann, ey. So, also das wird unser Heißgastank. Das wird unser... H2-Tank und das wird unser Sauerstofftank. Ich denke, so könnten wir das machen. Dann können wir nämlich hier den Sauerstoff rausfiltern. Hier passt der Filter ja noch hin. Hoffe ich. Ansonsten wird es hier noch ein Dings geben, genau. Und dann haben wir hier Sauerstoff, Wasserstoff. Können hier den Hoshi reinmachen und können hier Ping-Pong machen. Und wir können hier hinter noch ein Rohr langlegen und können hier dann die Crusher hinstellen. Oder zumindest, ja, die Crusher. Wir brauchen ja noch den einen Filter, der kann ja da auch noch mit hin, der den Sauerstoff dann rausfiltert und uns dann das N2 wieder an die Umgebung entlässt. Ja, können wir ja auch so machen. Sehr schön. Okay, alles klar. Machen wir so. Finde ich gut. So, Fups. Und den brauchen wir ja noch für den Crusher, genau. Da können wir ja den können wir schon aufstellen. So rum. Genau, das wird unser Crusher. Da brauchen wir den jetzt zu und dann den wahrscheinlich. War das so? Ja. Okay, haben wir. Jetzt brauchen wir, glaube ich, Kabel. Und einen Schraubenzieher brauchen wir nicht mehr. Nee, okay, sehr schön. Dann können wir hier mit der Leitung rausgehen. Und jetzt ist die Frage, welcher wird welcher? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das so machen. Das wird dann der H2-Crusher. Und der andere, den bauen wir dann ab. Das wird dann der Dings-Crusher, genau. So, dann haben wir, den müssen wir nämlich nicht filtern. Sauerstoff müssen wir filtern, machen wir dann aber auch. Da kommt dann hier hinter der Filter und der filtert das dann hier durch und darin. Oder hier lang und darin, weil hier müssen wir ja noch ran mit dem Kabel eventuell. Deswegen, ja, ist doch super. So, jetzt guckst du nochmal schnell zu den Toffeln. Aber nee, warte, vorher gucken wir erstmal hier hin. Ja, ja, geht gleich los. Bin gleich bei dir. Minus 66 hatten wir gerade. ...3,4% können wir schon atmen? Ne, können wir nicht. Gucken wir mal. Ist in Darkness. Naja, ist okay. 70 kPa sind schon drin, 75 wollten wir, also ist alles grün. Pflanzen geht's gut. Gucken wir mal, hat der jetzt schon alles weggepumpt hier? Ne, hat er noch nicht. Okay, dann machen wir den mal aus und dann schieben wir den da mal, lassen den das wieder filtern. Sehr schön. So.
So, wir müssen was trinken. Und essen müssen wir auch bald. Also die nächsten Kartoffeln werden wir dann mal braten. Naja. Das finde ich blöd, dass wenn man alles ausgeknipst hat hier, ich habe ja alles aus, dass man dann trotzdem diese Fehlermeldung bekommt. Also das ist Blödsinn. Weil ich habe ja den Helm auf. Was soll denn jetzt passieren? Der ist nicht critical. Also der ist critical, na klar. Ja, ist er. Aber es ist total sinnlos, weil egal, ob der jetzt critical ist oder nicht. So, gut, gut, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und natürlich einem Abonnement. Ihr wisst das. YouTube beurteilt nicht den Content, sondern die Zahlen. Und die Zahlen macht ihr. Also fleißig Kommentare schreiben, fleißig Daumen nach oben packen und natürlich abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst es. Ja, nur so kommen wir hier voran. Also Mädels, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Chaos-Video. Macht's gut. Euer Chris. Tschüss.